Hallo, ich bin die Marina von Fox & Frolics und in diesem Video geht es um die Einführung in das Projekt Mimi. Und zwar schauen wir uns als erstes die Designoptionen an, das Schnittmuster im Detail, die Videoanleitung und natürlich auch, wie man das Ganze zuschneiden muss. Wer jetzt für den Winter arbeitet oder auch Applikationen liebt, der sollte vielleicht festere Stoffe benutzen, wie zum Beispiel Cord Denim oder Chino. Und dieses kleine Vögelein-Appliqué, das ist natürlich beim Schnittmuster mit dabei und es eignet sich bei diesen festeren Stoffen ganz insbesondere. Wer jetzt Anfänger ist, für den Sommer oder auch den Übergang arbeitet, kann Baumwollstoffe in Leinwandbindung verwenden. Da gibt es Popelin, Batist und Nessel zum Beispiel. Das ist dann wesentlich einfacher zu verarbeiten. Und wer es dann noch einfacher braucht, der kann einfach zu einem Stoff mit einer Bordüre greifen, wie hier Michael Millers Gnomeville. Link ist auch in der Infobox. Das macht es natürlich wesentlich einfacher. Da ist dann noch nicht einmal eine Tasche dabei. Und für die Taschen kannst du entweder die Seiteneingriffstasche machen oder eine aufgesetzte Tasche. Das Kleid ist völlig abgefüttert und wir verschließen es mit Knopflöchern und Knöpfen oben an der Schulter oder Druckknöpfen. Wer eine Herausforderung braucht, der kann das Ganze mit einem Bogen versehen. Oben ist eine tolle Sache. Oder auch, du kannst Colorblocking machen. Du kannst da eine Linie benutzen oder zwei von den Trennungslinien. Wie das geht, zeige ich dir noch ein separates Video. Jetzt gucken wir uns das Kleid mal im Detail an. Hier siehst du die tollen Eingriffstaschen. Die sind also wirklich nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Versuch das einfach mal. Und oben sind die Knöpfe eingearbeitet, diesmal ins Vorderteil. Du kannst sie natürlich auch in das Rückenteil einarbeiten. Und die Stoffe, die ich hier benutzt habe, sind von Riley Blake fürs Futter und der Oberstoff mit den schönen Punkten. Und in der Mitte haben wir einen Stoff von Robert Kaufmann, der heißt Flowers in Bloom und ist von Lisa Tilse entworfen. Also ist ganz schönes Stöffchen. Alle Links dazu sind auch in der Infobox. Und so sieht das Schnittmuster aus, wenn du es ausgedruckt hast. Und wir haben immer ein Kontrollmaß dabei, dass du bitte immer nachmisst, damit du genau weißt, aha, es ist wirklich 5 cm. Wenn es jetzt zum Beispiel leicht kleiner ausdruckt, manchmal 4,5 habe ich bei Leuten gehabt, dann ist alles viel zu klein. Also das ist wichtig, 100% ausdrucken und möglichst auch randlos, wenn du kannst. So, dann haben wir immer für das Vorderteil ein weißes Blümchen drauf. Da weißt du, aha, das gehört zusammen. Und fürs Rückenteil immer ein rosa Blümchen. Dann hast du alle deine Teile hier, die erstmal ausschneiden musst. Ich habe diese kleinen Vögelchen mit dabei, die wir drauf applizieren können. Und wir haben hier eine Positionierung für die Taschen. Das erklären wir dann gleich zusammen. Und als letzte Seite hast du, wie man das Schnittmuster zusammensetzt, damit du genau siehst, aha, wie muss ich denn das machen? Hier habe ich drei Teile A, B und C zum Beispiel. Und du siehst hier unten, die kommen im einen. Und hier haben wir unsere Taschen. Jetzt habe ich alles gut ausgeschnitten und kann meine Teile zusammensetzen. Und dann habe ich Vorderteil und Rückenteil. Vorderteil, Rückenteil erstmal sortieren ganz schnell. Das dauert nicht lange. Dieses Schnittmuster hat wirklich sehr wenige Teile. Das ist ganz schön. Das ist also ein richtiges Anfängerschnittmuster. Also erstmal sortieren. Gemacht, getan. Dann habe ich hier natürlich meinen Lageplan. Kann ich gucken, wie geht das zusammen. Ist eigentlich auch nicht weiter schwierig. Einfach A, B, C. Na? Jetzt mache ich erstmal hier A und B zusammen. Wunderbar. Bisschen Tesafilm. Ups. Nicht so, sondern vernünftig. Ups. Und hier unten dann auch. Und so wird jetzt erstmal alles zusammengeklebt. Und hier haben wir jetzt alle Teile zusammen. Und du kannst jetzt hier ganz genau sehen, wie das alles geht. Und zwar Rückenteil, das müssen wir im Stoffbruch zuschneiden, Vorderteil im Stoffbruch zuschneiden. Und wenn wir das hier zusammennähen, dann sieht das so aus, dass das Rückenteil so nach vorne kommt. Ja. Und dann kannst du hier dein Knöpfchen annähen. Upsala, andersrum ist es eigentlich schöner. Du kannst hier dein Knopfloch einnähen und dann den Knopf hier ansetzen. Dann sieht das ganz, ganz niedlich aus. Es hat hier so einen schönen Schwung nach außen. Ist also ganz, ganz süß.
und auch sehr einfach zu machen, da wir das im Futter zuschneiden und im Obermaterial und dann wird das Ganze nur zusammengenäht. Also das ist relativ einfach. Wir haben hier außerdem die kleinen Vögelchen, die können appliziert werden, dafür haben wir auch ein extra Video. Und wenn du das jetzt hier mit der Seitentasche nähen möchtest, dann musst du natürlich diese Rundung ausschneiden. Ich würde die aber nicht wegschmeißen, weil es ist so leicht, wenn man das Futter zuschneidet, das so zu machen, dass man hier reinschneidet. Das geht natürlich gar nicht. Wenn du das Futter zuschneidest, musst du es natürlich in einem machen. Ne? Also vielleicht nicht wegschmeißen und dann anschließend wieder ankleben oder so, ne? Damit du weißt, wie es geht. Dann kommt der Taschenbesatz da drauf. Da wird erst die Außenseite genäht, dann wird das aufgelegt. Dann kommt hier der Besatz drauf. Wird das genäht, natürlich dann nach innen gesteckt und als letztes wird die Seitentasche untergelegt, so, und dann hast du die Tasche fertig und das sieht super süß aus. Jetzt nehme ich das hier mal raus, damit du es sehen kannst, und zwar haben wir hier ein paar Trennungslinien eingearbeitet. Und wie du siehst beim Bild, das fand ich sehr schön, das hat übrigens eine Kundin gemacht, dachte ich, Mensch, das ist so toll. Und zwar hier können wir das aufschneiden und hier aufschneiden und dann einen anderen Stoff hier einsetzen. Finde ich eine ganz tolle Idee. Was du natürlich beachten musst, wenn du sowas auseinanderschneidest, ist, dass du dann Nahtzugabe einsetzt. Und wie das geht, dafür gibt es auch ein kleines, sehr kurzes, separates Video. Und die andere Teilungsnaht ist hier oben. Das ist ein ganz toller Trick, den ich dir da zeigen möchte. Das ist auch nochmal ein anderes Video. Und du hast natürlich auch die Megan-Tasche, die habe ich jetzt noch nicht mal ausgeschnitten. Hier ist sie. Die kannst du hier auch aufsetzen. Wenn du diese Tasche nicht machen möchtest, dann kannst du das einfach so zuschneiden und die Megan-Tasche anschließend aufsetzen. Das ist also auch nichts dabei. Jetzt wollen wir uns noch schnell angucken, wie das Ganze ausgeschnitten wird. Und zwar beim Obermaterial wird die Webekante nach innen gelegt, sodass wir zwei Stoffbrüche beidseitig haben, und wir schneiden dann außerdem auch die Seitentasche zu. Die muss auch im Obermaterial sein, dasselbe wie zum Kleid, damit es nachher gut passt. Beim Futter gilt zunächst, es zu kürzen, und zwar dort, wo die gepunktete Linie ist. Da steht auch groß dran, für das Futter bitte hier kürzen. Also das wird entweder hochgeschlagen oder abgeschnitten. Dann kann ich das Futter auch wie das Obermaterial ausschneiden. Und wenn ich jetzt die Seitentaschen annähe, dann brauchst du dieses halbmondförmige Teil. Das ist das Schnittmuster für den Besatz. Und den kannst du zweimal zuschneiden. Und dann brauchen wir den noch zweimal in einem Kontraststoff. Du kannst das natürlich auch alles aus dem Futter schneiden, wenn dein Futter gleichzeitig auch dein Kontraststoff ist. Und dann brauchen wir außerdem auch noch das Teil mit der Auskerbung. Das ist das Futter für die Tasche. Und wer jetzt einen anderen Kontraststoff noch benutzen möchte, der ist dann oben zu sehen bei der Tasche. Der kann das dann nochmal aus einem Stoffrest zuschneiden. Da braucht man nicht viel. Insgesamt haben wir 5 Video-Tutorials. Dies ist das eine und dann gibt es noch 4 dazu. Wir haben das Color-Blocking und das schöne Bögen gestalten, damit du dein Teil richtig schön schick machen kannst, ein bisschen üben kannst. Da gehört auch dazu, wie man das Ganze ausschneidet natürlich und zusammensetzt. Und da setzt dann das Schritt für Schritt Video Mini-Hängerchen an und zeigt dir alles vom Anfang bis Ende. Knöpfe, Drückknöpfe, es ist alles dabei. Und dann haben wir zusätzlich noch das niedliche Küken-Appliqué-Video. Als E-Book hast du dann vieles in Diagrammform, einiges in Fotoform, weil das einfach einfacher zu sehen ist in diesem Falle. Und ich hoffe, dass du sehr, sehr viel Spaß hast daran, das zu nähen. Und wer sich jetzt das Schnittmuster bestellen möchte, der kann das tun, indem er über der rechten Ecke dieses Videos seine Maus gleiten lässt. Da siehst du dann den Info-Button. Da klickst du drauf und dann geht es zur Website von Fox & Frolics. Da kannst du das Schnittmuster bestellen. Und obwohl alles auf Englisch ist, das Schnittmuster kannst du hier auch auf Deutsch herunterladen und in deinem Account dann für immer drinne lassen.
Und ihr habt als deutsche Kunden natürlich auch eine Playlist. Und diese Playliste findest du zum einen unter dem Info-Button, aber auch in der Infobox. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, wir haben auch eine Facebook-Gruppe, wo wir uns alle austauschen. Da könnt ihr auch mit dabei sein. Link ist in der Infobox. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.